war für mich immer der Leistungsträger, hat alles gegeben, alles gemacht so weiter, war privat wie Fußballer für mich immer der Nummer eins war. Es ist jetzt ein bisschen krass gesagt, immer wenn einer weggeht, loben, aber ich kann ihn nur loben. Schade, dass er weg ist, muss ich sagen. Also ich hätte ihn gerne noch mal ein Jahr behalten, aber ist leider nicht so. Natürlich sehr, sehr traurig, weil ich denke, der Verein und die Mannschaft verliert natürlich eine Persönlichkeit. Und ich kenne ihn ja schon länger aus Jena und hat ein großes Herz. Und ich hätte ihm auch gerne gewünscht, dass es noch weitergeht, aber im Fußball ist das leider nur mal so. Ich wünsche ihm auf jeden Fall für seinen Weg alles, alles Gute, weil ich glaube, der hat in diesen 4 Jahren Preußen Münster geprägt wie kein anderer. Und für den zolle ich ihm den größten Respekt, den es gibt. Seitdem er nicht mehr Kapitän ist von uns, immer einer derjenigen, auf den man zugehen konnte, wenn man an dem man sich gewendet hat, einfach wenn es irgendwo Probleme gab, der einem Tipps gegeben hat. Und deswegen muss ich mich bei ihm auch nochmal bedanken, glaube ich. Ich glaube, viele seiner Tipps sind relativ hilfreich für mich gewesen, jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten. Ja, Stefan Kühne ist ein Phänomen und ein treuer Geselle, ein treuer Preußenspieler gewesen. Der mit uns so dick und dünn gegangen ist, einen Aufstieg gefeiert hat. Also solche Typen hat man selten im Fußball. Ne? Er saß ja auch ab und zu mal auf der Ersatzbank, auch diese Saison, und dass er sich immer voll reingerangen hat und dadurch auch dann belohnt worden ist, dann wieder in der Startelf zu stehen. Und das ist halt der Typ, Stefan Kühne. Andere hätten vielleicht die Flinte ins Korn geschmissen und so, aber das ist nicht im Stefan so naturell. Er ist immer ein Kämpfer gewesen und sowohl auf als auch außerhalb des Platzes. Und er hat nie aufgegeben, er hat nie Stunk gemacht, auch wenn er in seiner schwierigen Zeit. Und ich glaube, da sollten sich die Spieler an ihm dann auch ausrichten, weil er hat dann immer an sich gearbeitet, immer, immer hart und immer im Dienst der Mannschaft gestellt. Und ich glaube, das ist auch das, was die Fans an ihm so huldigen. Er hat sich oft gestellt, weil er auch Kapitän war. Die Rolle hat er angenommen hier in Münster, die hat er auch gelernt. Anfangs war es vielleicht nicht so einfach für ihn, weil er die Rolle nicht kannte, aber er hat es gelernt. Und er hat sich auch gerade, wenn mal wieder Abschiedskampf angesagt war, hat er sich den Medien gestellt. Und es war eigentlich immer gut, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ja, eigentlich ein guter Typ. Eigentlich ein guter Typ. Jetzt in der letzten Runde nochmal bei den Fans kam doch ein oder andere Trainer und na, es gehört dazu anscheinend, war schön und ich werde es genießen heute Abend, habe ich eben schon gesagt und ja, werde natürlich Münster immer in guter Erinnerung halten. Einer, der gekämpft hat und nicht so ein Techniker war wie Dennis Groth oder so. Ich kam vom Kampf ins Spiel und das hat den Leuten gefallen anscheinend und ich war auch einer, der immer gerade aus war und auch oft meine Meinung gesagt hat. Ja, manche kommen damit klar, manche nicht. Und das, glaube ich, kam bei den Fans gut an. Weißt du, was ist hier möglich in Münster? Was wünschst du Preußen Münster? Ja, natürlich nur das Beste. Ich hoffe, dass die nächste Generation, sage ich jetzt mal, oder die nächste Mannschaft, die hier aufgebaut wird, den Aufstieg schaffen. Und wäre schön für den Verein. Und ich hoffe natürlich auch, dass Münster vielleicht irgendwann mal einen schönen Stadion kriegt.